Flattert die Stromrechnung ins Haus, bekommt so mancher das böse Erwachen. Auch für Elke Weinhold aus Leipzig heißt es wieder mal nachzahlen. Da muss man schon überlegen, an was es liegt. Ja. Welcher Apparat, welches Küchengerät erneuert werden muss. Das heißt, Stromfresser finden. Dazu muss man den Stromverbrauch kontrollieren. Aber wer will schon jeden Tag in den Keller zum Zähler laufen? Mit diesem Gerät funktioniert das auch ganz bequem in der Wohnung. Den Stromwächter entwickelt hat der Niederländer Arno von Weyenburg. Zur Installation muss man aber doch erstmal in den Keller. Denn dort wird mit dieser Übertragungseinheit der Stromzähler angezapft. Dafür muss ein Sensor exakt über dem Drehrad des Zählers angebracht werden. Die Messdaten des Zählers werden nun per Funk zu diesem Display übertragen, das in eine beliebige Dose in der Wohnung gesteckt wird. Nach etwa einer Minute zeigt das Display den momentanen Stromverbrauch der Wohnung an. Je höher der Verbrauch, desto schneller pulsiert die Zahl. Um Stromfresser zu finden, schaltet Frau Weinhold nun alle Elektrogeräte in der Wohnung aus. Das Display müsste jetzt 0 Watt anzeigen, aber es zeigt 50 Watt. Das ist zum Beispiel Standby-Betriebe von Fernseher und Ladegeräte oder Transformatoren. Und das ist einfach verschwendeter Strom. Nimmt Frau Weinhold ungenutzte Geräte vom Netz und drückt zum Beispiel den Ausschalter beim Fernseher, sind es nur noch 30 Watt und schon hat sie Strom gespart. Nun kommt der Kühlschrank wieder ans Netz. Der Stromwächter zeigt 140 Watt an. Abzüglich der 30 Watt Standby-Strom macht das 110 Watt. Hochgerechnet auf den jährlichen Dauerbetrieb liegt Frau Weinhold da gut im Verbrauch. Der Kühlschrank ist kein Stromfresser. Es gibt auch Geräte, die richtig viel Strom verbrauchen, zum Beispiel der Wasserkocher mit über 1000 Watt. Aber den hat, wie jeder, auch Frau Weinhold immer nur kurz an. Um die echten Stromfresser zu finden, muss sie nun den Verbrauch jedes ihrer elektrischen Geräte kontrollieren. Mit dem Stromwächter kann Frau Weinhold aber nicht nur den Verbrauch einzelner Geräte ermitteln, sondern auch den täglichen Verbrauch ihres Haushalts. Einfach den Knopf am Display drücken und sie weiß, aktuell sind es pro Tag 4,3 Kilowatt. Ein Manko allerdings hat der Stromwächter. Er funktioniert nicht, wenn die Entfernung zwischen Display und Zähler weiter als 20 Meter ist. Dafür ist das Funksignal zu schwach. Wir arbeiten an einer Lösung, zum Beispiel eine Zwischenstation, dass das Signal verstärkt. Strom spart Arno von Weinburgs Wächter natürlich nicht. Aber wer sich mit ihm auf die Suche nach unnötigen Stromfressern macht, der hat beim Sparen einen fleißigen Helfer.